Bochum im September 2015. Das St. Josef Hospital der Ruhr-Universität ist Schauplatz eines Novums im deutschen Krankenhauswesen. Hier erhalten die ersten ausgebildeten Mali-Meditationstherapeuten ihre Diplome. Es ist nur folgerichtig, dass Professor Waldemar Uhl, Leiter der chirurgischen Klinik und Spezialist für Pankreaschirurgie, die Feierlichkeiten ausrichtet. Er war der erste Hochschulmediziner, der das therapeutische Potenzial der Mali-Meditation zum Wohle der Patienten und ihrer Familien erkannt hat. 80% der Patienten nehmen diese Mali-Meditation sehr gerne an, weil sie damit Kraft, Hoffnung schöpfen durch Liebe, Berührung, Glaube und Hoffnung bei einer Tumorerkrankung oder bei einem schweren Krankheitsfall. Die von Wolfgang Mali entwickelte Meditation verbindet traditionelle christliche Heilpraktiken, das Gebet und das Auflegen der Hände mit modernen Suggestionstechniken. Die Meditierenden stellen sich vor, wie ein warmes, heilendes Licht ihren Körper durchströmt, das ihnen Linderung und Heilung schenkt. Die Nähe und die Berührung durch den Nächsten schaffen eine Atmosphäre der Geborgenheit, die Kraft gibt und Angst nimmt. Seit Jahren leitet Wolfgang Mali Gruppenmeditationen im St. Josef Hospital Bochum. Mittlerweile ist die Mali-Meditation ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender des Klinikums. Professor Uhl wollte gerne auch diese Form der Meditation hier für unser Krankenhaus und insbesondere seine Patienten einführen. Dann war die Frage, wo wir das tun können. Und eigentlich war der Wunsch von vornherein klar, dass wir das hier in diesem Kirchenraum auch tun. Dann war ich an der Frage, ob ich das unterstützen würde und habe dann eben diese Form der Meditation kennengelernt und auch schätzen gelernt und bin seitdem überzeugt, dass das wirklich für Menschen, die das für sich entdecken, eine Hilfe sein kann fürs Leben, aber auch eben in ihrer Erkrankung, mit ihrer Erkrankung zu leben und auch hoffentlich heilsame Erfahrungen machen können. Als Universitätsklinik Heilmeditationen anzubieten, erfordert Mut. Als wir das erste Mal mit dieser Meditation in die Öffentlichkeit gingen, wurden wir sehr belächelt. Aber ich glaube, Herr Mali hat mit seiner Konsequenz es geschafft, dass viele andere Kliniken in Deutschland mittlerweile diese Meditation aufnehmen und ihren Patienten anbieten, so wie wir hier an unserem Klinikum auf dem Pfarrer Bittger. Berthold Bittger ist der erste Geistliche, der als Mali-Meditationstherapeut arbeitet. Damit trägt er eine zutiefst jesuanische Komponente in die Seelsorge zurück. Ich glaube, dass die Kirchen auf diesem Gebiet viel verloren haben, dass man fast diese heilsame Nähe fast anderem mehr zutrauen, wie Herr Mali zum Beispiel, und wir da ja was verloren haben, was eigentlich ursprünglich den Religionen oder auch sag mal, den Kirchen zugestanden hat, was auch Heilung angeht. In der Bibel gibt es ganz viele Stellen, wo Jesus und die Apostel Menschen die Hand aufgelegt haben und die das für sich heilsam empfunden haben. Und ich habe hier Bilder vor Augen in der Kapelle, wo wirklich auch ein älteres Ehepaar 20 Minuten fast umarmend fest dort saßen und sich gegenseitig die Nähe und ich glaube auch die Nähe Gottes haben spüren lassen und auch gespürt. Die meisten Absolventen, die die Mali-Meditationstherapie erlernt haben, um sie an ihre Patienten weiterzugeben, sind hauptberuflich Ärzte, Heilpraktiker oder Psychologen, darunter Martina Heichinger aus Wien. Also das, was mir vielleicht bis jetzt in meinem Beruf noch gefehlt hat, war die Berührung der Menschen und eben die Einbeziehung der Angehörigen. Also ich als Individualpsychologe gehe davon aus, dass gerade die Einbeziehung der Familie etwas Wichtiges ist. Ja? Und eben gerade in einer Situation einer schweren Erkrankung, wenn Menschen damit konfrontiert sind, auch mit ihrer Endlichkeit, kommt dann auch noch das Thema der Spiritualität hinzu. Und das hat mich an dieser Ausbildung wirklich sehr angesprochen. Ich habe selber einen Hintergrund. Ich habe meinen Vater mit Krebs verloren. Meine Mutter hat zum zweiten Mal Krebs.
Und ich habe dasselbe erfahren, auch als Angehörige, die Angst, diese Hoffnungslosigkeit und dieses Dumpfe, das einem trifft, wenn jemand schwer krank ist. Und ich habe unterdessen die Angst davor verloren. Und ich bin auch froh, dass ich diese Hoffnung, diese Zuversicht an Menschen weitergeben kann. Zum Dozententeam der Mali-Ausbildung gehört Professor Christian Schubert. Er erforscht unter anderem den Einfluss psychosozialer Faktoren auf die Gesundheit. Wir haben auch in der Psychoneuroimmunologie, das ist ja mein Forschungsbereich, deutliche Hinweise, dass Beziehung eigentlich das Lebenselixier ist. Ja, also das heißt, der Gesundheitsfaktor Nummer eins, würde ich fast sagen. Und Beziehung ist in der Mali-Meditation ein Hauptfaktor. Ja. Liebe, Hoffnung, Angstreduktion, vor allem auch der Angehörigen. Es wird ja oft übersehen, dass die Angehörigen oft mehr Angst vor der Krankheit des Erkrankten haben, als der Erkrankte selbst. Ja. Also das heißt, hier eine Verbindung wieder aufzubauen und eine Kommunikation zu ermöglichen, halte ich in der Mali-Meditation für einen wesentlichen Faktor. Dass Kranke von der Mali-Meditation profitieren, weiß Professor Uhl aus langjähriger Erfahrung. Künftig wird die Methode deutlich mehr Patienten zugutekommen. Seine Klinik ist die erste Einrichtung, die diese komplementärmedizinische Maßnahme anbietet. Ich denke, die Mali-Meditation ist ein sehr wichtiges Element der Komplementärmedizin. Ich bin ja Chirurg, aber ich denke nach wie vor ist die Schulmedizin der Hauptpfeiler. Aber dieses sollte heute ergänzt werden durch Komplementärmedizin und da ist vor allem auch die Mali-Meditation sehr geeignet. Ich persönlich habe es auch schon gemacht, auch mit meiner Frau zusammen. Meine Frau macht es auch sehr regelmäßig, diese Mali-Meditation auch alleine zu Hause, aber auch zusammen mit mir. Und wir profitieren beide davon, damit kommen wir zur Ruhe in dem doch heutigen, ja, sehr schnelllebigen Zeit, wo sehr viel Stress auch verboten ist, gerade auch in meinem Beruf in der Chirurgie. In der Klinikkapelle wird Wolfgang Mali heute von den frisch gebackenen Therapeuten unterstützt. Auch bei ihnen hat die Mali-Meditation so manches verändert, im privaten Leben, aber auch im Umgang mit Patienten und deren Leiden. Ich habe jetzt vor 2 Tagen bei einer onkologischen Konferenz wurde eine Patientin vorgestellt, die ich früher mit dem Wissen von damals auch hätte sagen müssen, 3 bis 6 Monate vielleicht. Und dann konnte ich nach 1,5 Jahren sagen, diese Patientin ist heute noch da und in diesem wunderbaren Zustand, auch weil sie nebenher, neben der Chemotherapie, neben der Operation, eben eine komplementärmedizinische Maßnahme mitmacht. Und das ist eben diese Mali-Therapie. Und die hat ihr sehr gut geholfen. Wenn Sie sie heute anschauen, man sieht ihr die Tumorerkrankung nicht an. Es ist ja eine Meditationsform, die für alle Menschen gedacht ist und keine Meditationsform, die der Wolfgang Mali alleine machen kann. Und darum finde ich es wunderbar, dass jetzt mehrere Menschen da sind, mehrere Therapeuten da sind, die das ihren Patienten anbieten können. Damit gewinnt die Medizin verloren gegangene Attribute zurück: Spiritualität, Zuwendung und die Hoffnung darauf, dass Heilung gelingen kann.